So, wir haben jetzt dieses Heizkörperthermostat ja installiert. Jetzt, wenn man noch keine Fritz-App drin hat, sollte man die da runterladen. MyFritz. Und normalerweise jeder, der eine Fritzbox hat, hat die App drauf, weil man da alles einstellen und einsehen kann. Es gibt noch die Smart Home App, die kann man noch installieren. Da kann man dann gleich auf die Geräte zugreifen. Aber bei MyFritz, da geht man dann rein, die Benutzerfläche öffnen. Jetzt gebe ich mal mein Passwort ein, dass ich da reinkomme in die Benutzerfläche. So, jetzt wähle ich es in die Fritzbox ein. So, jetzt bin ich in meiner Fritzbox. Jetzt gehen wir da rein auf Smart Home. Da müsste das neue Gerät auftauchen auf Geräte und Gruppen. So, und da haben wir es schon. Heizkörperthermostat habe ich im Wohnzimmer. Das ist das nicht. Dies, das da ist das Neue. Das, wo wir da gerade eingelesen haben. Installiert haben. So, da kann man jetzt verschiedene Einstellungen vornehmen. Man sieht ja da Verbindungszustand zur Fritzbox verbunden. Batteriestand 100%. Tastensperre kann man da am Heizkörperregler aktivieren, falls man Kinder hat oder sonstiges, wo da drauf rumdrücken. Zeitschaltung kann man dann eingeben. Adaptiver Heizbeginn. Das bedeutet, es schaltet sich dann das Thermostat eine Stunde, bevor die Zeit zum Heizen anfängt, schaltet sich das ein, dass es dann praktisch schon auf Temperatur ist. Komforttemperatur haben wir hier 21 Grad. Das machen wir mal auf 22. Absenktemperatur mache ich immer auf 18 Grad. So, jetzt müssen wir noch einen Zeitraum eintragen. Komforttemperatur, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da kann man für jeden Tag seine Zeit eingeben, aber bei mir ändert sich nichts. Ich lasse das immer laufen. Von 7 Uhr bis 22 Uhr soll das heizen. Zeitraum hinzufügen. So, jetzt hat es den Zeitraum hinzugefügt, bis auf Samstag und Sonntag. Dort haben wir bis 22, bis 23 Uhr heizen. Und eine Stunde später, ja, das ist egal. Dann kann man auch noch eine Urlaubsschaltung machen, wenn man im Urlaub ist. Oder einen gewissen Zeitraum festlegen im Jahr, wann es nicht heizen soll. Zum Beispiel im Hochsommer oder so, kann man ein Datum eingeben, von wann bis wann. Das gebe ich nicht da. Fensterauferkennung, also wenn man das Fenster aufmacht und es kühlt sich schnell ab, dann schreibt sich das Thermostat auch zu. Die lassen wir dann mal auf Mittel. Und wie lange das Ventil geschlossen bleibt dann? 10 Minuten, ja. Externe Fenstersensoren kann man da noch extra noch installieren. Temperaturabweichung Offset. Das ist halt, wenn im Raum zum Beispiel, wenn die Temperatur jetzt im Raum auf dem Couch oder so jetzt, sagen wir mal, 20 Grad hat und das Heizkörperthermostat zeigt 22 Grad an, kann man das ein wenig anpassen. Oder halt eine automatische Offset-Anpassung mittels externen Temperatursensor ist auch möglich. Tatsächliche Raumtemperatur ist bei mir ein wenig weniger. Meist 1 Grad Unterschied als wie am Heizkörper gemessen. Push-Service kann man noch einrichten. Da wird dann bei niedrigem Batteriestand oder verlorener Funkverbindung oder Fehler am Heizkörper wird man dann benachrichtigt per E-Mail. Das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt mal auf Übernehmen. So, jetzt dauert es halt noch. Übertragung der geänderten Einstellungen. So. Und dann müsste das alles, das, wo wir so eingeben haben, alles so hinhauen. Temperatur kann man da noch abfragen. Da sieht man den Temperaturverlauf über den Tag. Da haben wir jetzt noch nichts drin. Wir könnten jetzt einmal schnell bei meinen anderen einmal reinschauen. Auf mein Wohnzimmer. Thermostat.
Da müsste dann eine Temperaturverlauf drin sein, den tagsüber. Ja, also die Spitze, die passt da nicht, ne? Das ist auf 13 Grad runter ist. Aber sonst sieht man ja den Temperaturverlauf da hier, wie es halt so im Zimmer war. Wir könnten nur noch mal schnell mal noch mal zurück. Ah, jetzt bin ich wieder ganz außen. Ja, dumm gelaufen. Das Passwort eingeben. So. Jetzt wollte ich nur noch mal ins andere. Auf Smart Home. Geräte und Gruppen. Update. Oh, ein Update ist fällig. Wahrscheinlich fürs neue Gerät, wo wir gerade installiert haben. Das machen wir später dann gleich. Naja. Dann machen wir es halt gleich, wenn er es will. Ich wollte eigentlich nur den Namen noch ändern. Weil Heizkörper, der muss dort Wohnzimmer oder man kann auch den Namen da jetzt ändern. Fritzdeck 302, das tun wir jetzt ändern. Da war Name. Esszimmer, da muss dort. So, fertig. Und übernehmen. So, und dann müsste das auch so anzeigen. Esszimmer Thermostat. Genau, Esszimmer Thermostat. Und so weiß man genau, was für ein, ja, da steht schon, Update läuft bei dem Thermostat. Da kann man auch zum Beispiel Gerät löschen oder ein neues Gerät anmelden oder eine Gruppe erstellen. So, und so installiert man die Fritzdeck 302.